das gelbe Zeichen. Wahnsinn, Tod und Terror. Sag mir, hast du das gelbe Zeichen gesehen? In diesem Video geht es um eine Glyphe, ein gelbes Symbol mit einer unvorstellbaren dunklen Macht, die den Wissenden wie Unwissenden in den Wahnsinn und letztlich in den Tod treiben kann. Das Zeichen eines kosmischen Königs, der mit Namen nicht genannt werden darf und auch dich verführen will. Sei hiermit also gewarnt. Ihr wollt mehr vom Mythos? Dann zieh dein Ticket und lass dein Abo da. Reist mit uns an den Rand des Wahnsinns. Ihr wollt unsere Arbeit und den Kult unterstützen? In der Zukunft vielleicht auch Teil des Zirkels werden? Dann haltet euch bereit, wenn die Zeit gekommen ist und die Sterne für uns richtig stehen. Das gelbe Zeichen. Das gelbe Zeichen ist ein fiktives Symbol oder eine Glyphe, die erstmals in Robert W. Chambers Buch Der König in Gelb beschrieben wurde. Sein Naturist ist unbekannt, es scheint aber einen seltsamen Sirenenruf in die dunkle Welt des Königs und der Stadt Carcosa zu besitzen, so dass diejenigen, die ihm ausgesetzt sind, wohl oder übel dem Untergang geweiht sein sollen. Das Buch Der König in Gelb von Robert W. Chambers beschreibt nie vollständig die Form und den Zweck des gelben Zeichens. Die gleichnamige Geschichte bietet nur an, dass es sich um ein seltsames Symbol oder einen Buchstaben in Gold handeln soll. Es soll weder arabischem noch chinesischem Ursprung sein, noch gehört es, wie man wohl herausgefunden hat, zu irgendeiner menschlichen Schrift. Nichtsdestotrotz legt die Geschichte der Reparateur des Rufes aus der Sammlung Chambers nahe, dass jeder, der eine Kopie des Zeichens besitzt oder zu sehen bekommt, selbst aus Versehen anfällig für irgendeine Form von heimtückischer Gedankenkontrolle oder Besessenheit durch den König in Gelb oder einer seiner Erben zu sein scheint. Die Geschichte deutet auch darauf hin, dass der ursprüngliche Schöpfer des Zeichens auf keinen Fall menschlich gewesen sein soll, und so möglicherweise aus einer seltsamen alternativen Dimension stammen könnte, die eine ominöse und alte Stadt namens Carcosa enthält. Einige Gerüchte munkeln, dass das Zeichen in Chambers eigenen Illustrationen für den König in Gelb dargestellt wurde. Ein Symbol einer brennenden, umgekehrten Fackel, ähnlich der Fackel von Thanatos, soll auf dem Coverdesign der frühesten Ausgaben des Buches abgebildet worden sein. Obwohl es keine anderen Beweise dafür gibt, dass Chambers beabsichtigte, dass dies das Zeichen ist, dienen die Bilder dazu, die Korruption und unvermeidliche Zerstörung anzudeuten, die das Zeichen andeutet. H.P. Lovecraft und viele seiner Nachahmer waren große Bewunderer von Chambers Buch und nahmen viele seiner Charaktere und Symbole in ihre eigenen Werke auf. Lovecraft bezieht sich in einer seiner Geschichten auf die Brüder des gelben Zeichens als Feinde der Migo. Im neuzeitlichen Cthulhu-Mythos, der von August Derleth und anderen Lovecraft-Bewunderern weiterentwickelt wurde, ist das gelbe Zeichen das Zeichen von Hastur und wird von den Mitgliedern seines Kultes verwendet, um sich gegenseitig zu identifizieren. So ist außerdem in vielen dieser Werke zufolge einer von Hasturs Avataren der König in Gelb. Diese Interpretation ist bei Fans und Schriftgelehrten sowie Rollenspielern äußerst beliebt. Viele bevorzugen jedoch den vageren Horror des ursprünglichen, von Chambers geschaffenen König in Gelb. 1989 entwarf Kevin Ross ein gelbes Zeichen, ein Symbol für das Rollenspiel Call of Cthulhu. Ross schuf das Zeichen für das Abenteuerszenario mit dem Titel »Sag mir, hast du das gelbe Zeichen gesehen?« Das Symbol ähnelt einem gelben Triskelion, ein altes Motiv, das aus einer dreifachen Spirale besteht, die Rotationssymmetrien aufweisen. Das Spiraldesign wird meist als eine ineinandergreifende archimedische Spirale oder als dreigebogene menschliche Beine dargestellt. So fand sich die Dreifachspirale in Artefakten der europäischen Jungstein- und Bronzezeit. Es wird angenommen, dass es eine Kreatur mit Tentakeln ähneln könnte, da Hastur oft als ein Wesen mit Tentakeln im Wasser beschrieben wurde, der Cthulhu ähneln soll. Ross erklärte später in einem Interview, dass sein Bild tatsächlich eine Verfälschung seiner ursprünglichen Zeichnung war. Anscheinend hatte Chaosium das Bild sowohl verkehrt herum als auch gespiegelt gedruckt.
Durch horizontales und vertikales Spiegeln des Bildes wird Ross' ursprüngliche Konzeption des gelben Zeichens sichtbar, das einem zusammengerollten Körper oder Tentakeln mit zwei sich nach oben verzweigten Tentakeln ähneln. Fans haben darauf hingewiesen, dass dieses Bild wohl eine Ähnlichkeit mit dem Cornor-Symbol habe, das von der Band Blue Oyster Cult verwendet wurde. Auf Nachfragen gab Ross zu, ein großer Fan der Band zu sein, konnte sich aber nicht erinnern, ob die Ähnlichkeit beabsichtigt war. Vermutlich ist der Fehler darauf zurückzuführen, dass das Symbol, wie wir es heute kennen, etwas enthält, das wie ein Fragezeichen aussieht, das im Zusammenhang zu der Frage »Sag mal, hast du das gelbe Zeichen gesehen?« fungierte. Ironischerweise lässt es das Zeichen vielleicht fließender und dynamischer erscheinen, als es sonst den Anschein gehabt hätte. Das gelbe Zeichen wurde wie vorher schon erwähnt ursprünglich in den Werken von Robert W. Chamber erwähnt und damit vor den Werken Lovecraft. So hatte das ursprüngliche Zeichen überhaupt nichts mit dem Mythos oder verwandten Konzepten zu tun. Stattdessen, wie bei der gelben Farbe des Originalcovers des Romans Dracula, war es ein indirekter Hinweis auf die Idee der Ansteckung, die auf das Niveau einer übernatürlichen Kraft aufbaute. Das gelbe Zeichen in Chambers Arbeiten wurde nie beschrieben, aber diejenigen, die es sehen oder denen es gezeigt wurde, wurde auf einen Weg der Selbstzerstörung gebracht, in der Selbstmord meist das letzte Mittel war. Chambers schrieb ein Werk, das Lovecraft selbst als bemerkenswert und Höhen kosmischer Angst erreichen zeichnete und das im doppelten Sinne ein Werk gotischer Romantik war, das sich mit verlorener Liebe, gebrochenen Herzen und wahnsinnigen Träumen befasste. Die Mythosversion des Zeichens ist vielmehr eine Art praktisches Element mit äußerst klaren Regeln. Insofern ist es eine ebenso heftige Abkehr von der Absicht des ursprünglichen Autors wie die Verschmelzung einer moralischen Achse durch August Derleth mit den ursprünglichen kosmischen Werken Lovecrafts. Wenn ihr euch traut, mehr über den König in Gelb oder der Stadt Carcosa in Erfahrung zu bringen, schaut euch dazu gerne auch unsere anderen Videos aus der Bibliothek des Schreckens an. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.